Guten Morgen allerseits. Ich bin ausnahmsweise mal richtig, richtig sauer. Und zwar hat sich ein Nachbar nicht nur einmal, sondern gleich zweimal hier am Defender einmal mit dem Schlüssel durchgekratzt. Von hinten bis vorne. Der erste Kratzer hat ihm nicht gereicht. Der war nicht ganz so tief. Das war der hier, der hier, der hier. Da hätte man auch polieren können. Hat ihm nicht gereicht. Und dann ist er eine Woche oder zwei später nochmal durch und hat den richtig, richtig tief reingemacht. Also das ist schon Metall hier. Und da geht über die ganze Seite, über beide Türen, bis hoch, bis hinten ans Heckteil. Also Wahnsinn. Wieso das Leute machen? Keine Ahnung. Ob irgendwer neidisch ist? Keine Ahnung. Ob da vielleicht ein Hass hat gegen SUVs? Kann auch sein. Ob der einfach einen Hass gegen mich und Sabrina hat, wieso auch immer. Könnte auch sein. Also die Tür wird lackiert, die Tür wird lackiert, das Heckteil wird lackiert. Die einzige gute Sache ist, wir waren ja unter Zeitdruck. Sprich, wo wir das Auto gekriegt haben, sind wir 3 Tage danach gleich losgefahren nach Albanien, offroaden. Das heißt, wir haben eh so kleine Mini-Kratzer reingefahren. Und der Plan ist, danach werden wir so eine Lackschutzfolie drauf machen. Das schützt jetzt nicht unbedingt vor, wenn einer mit dem Schlüssel was kaputt machen will. Also wenn einer Vandalismus betreibt, bringt die Folie sowieso nichts. Aber wenn wir halt offroaden, diese kleinen Kratzer, die man da durch Büsche und Dornen und Äste reinfährt, die hält es aus. Das wird so eine selbstheilende Folie sein. Die zeigen wir später mal, wie das funktioniert. Danke, lieber Arschloch-Nachbar, der uns das Auto verkratzt hat. Aber dank dir lohnt sich jetzt wenigstens, die Lackschutzfolie drauf zu machen. Nur kurz zum Vergleich, das hier ist die gute Seite. Also ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht. Aber wir haben hier auch so Mini-Kratzer reingefahren. Aber die sind ja nur oberflächlich auf dem Lack. Also die hätte man locker polieren können. Ja. Jetzt wird halt die andere Seite lackiert und die Seite wird poliert. Dann ist das alles wieder in Ordnung. Ist sowas von unnötig. Durch das gehen alle Versicherungsbeiträge hoch, wenn man hier Vollkaskoversicherte Autos zerkratzt. Also lieber Nachbar, vielleicht bist du ja in derselben Versicherung. Lass das sein. Ich denke mal, eventuell guckst du ja zu. Wir haben ja hinten unseren Account verlinkt, also die Wahrscheinlichkeit, dass du uns zuguckst, ist sehr hoch. Also lieber Fan, bitte, 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 enjoy den Content, aber lass das Auto sein. So, ein kleines Upgrade gibt es auch noch. Die kommen dann hierher, da haben wir auch endlich Abschleppösen, wenn wir mal feststecken. Genau. Kann uns wenigstens jemand rausziehen. Also Steyr, danke dir fürs Gucken. Ey, bitte. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Wir freuen uns aufs Ergebnis. Ja, ich auch. Reifendruckluftkontrolle. Kommst klar? Ja, jo. So ein Panzer sowieso. Das ist auch ein Auto. Stimmt. Fahrt wie alle anderen. Kann ich da durchfahren? Ja. Plötzlich sehen wir ihn auf Instagram in Italien damit rumfahren. Ciao, Steyr. Tschüss. Ja, putzen muss er auch noch ein bisschen. Ja. Aber der macht gute Arbeit. Den kenne ich schon lange. Der wird gucken, dass das Ding nachher wieder wie neu aussieht.
unser Defender ist wieder zurück und der Kratzer ist raus. Es sieht mega gut aus. Man sieht eigentlich gar nicht, dass er lackiert worden ist. Nein, kein Unterschied. Wie neu. Wie neu. Aber wir haben ja noch mehr machen lassen. Denn wenn er ja schon mal dort ist zum Lackieren, gab es so ein kleines Upgrade. Und zwar, tada, von vorne ist er jetzt auch schwarz. Das ist was wir eigentlich mal als Idee hatten, aber nie machen wollten, weil der Aufwand an sich, ja. Theo hat gut geflucht, als er das Zeugs alles runtergemacht hat. Also es war anscheinend mega mühsam, die ganze Front runterzumachen und die Heckstoßstange. Aber hat er top gemacht. Also an alle, die auch sowas überlegen, wir haben jetzt einen Profi, der weiß, wie man alles demontiert und wieder montiert am Fahrzeug. Gerade mit all der Elektronik, den Kameras und all dem Zeugs, ist natürlich Wahnsinn, was da an Stecker und Kabel und alles dahinter sich verbirgt. Und jetzt zeigen wir euch das Auto noch von hinten, denn von hinten gab es auch was Neues dazu. Zwei neue Sachen. Und zwar, tada, von hinten ist er auch schwarz. Was denn sonst? Wer hätte das gedacht? Und vor allem haben wir noch die Abschleckhaken jetzt dran, links und rechts. Genau, die waren bei unserem jetzt nicht serienmäßig dabei. Und die haben wir extra im Zubehör gekauft. Aus England, glaube ich. Sind die aus England? Ich weiß es nicht mal mehr. Genau. Und dadurch, dass sie das demontieren mussten, die Heckschürze, haben wir die gleich mitgegeben. Auf beiden Seiten. Das sind die alten gewesen, oder? Die dran waren. Ja, das waren die alten. Die waren vorhin versteckt hinter so Blenden. Und die hätte man immer die Blende abmachen müssen und da den Ding reindrehen. Und jetzt sind die halt konstant. Ah, da gibt es einen extra Ring, den man draufdrehen kann, gell? Ja, bestimmt irgendwo. Noch nie gesehen, aber irgendwo wird das sein. In den Tiefen unseres Kofferraums versteckt. Ja, damit kann man jetzt auch super gut eigentlich auf dem Rack drauf, also auf das draufstehen. Ja, das hält funktioniert eigentlich auch als Tritt. Hoffentlich werden wir den nie zum Abschleppen brauchen. Ja, hoffentlich, ja. Letzte Neuerung, die es gegeben hat, ist die Frontscheibe. Und zwar ist die Frontscheibe bei den Defendern bekannt, dass die bei kleinen Steinschlägen oder sonstiges gerne mal reißt. Und Steo, also besser gesagt Karosserie Roberto, mein Garagist der Wahl, der eigentlich bei all meinen Autos lackiert und gemacht und getan hat, hat hierfür ein Spezialprodukt und zwar ist die jetzt versiegelt. Die soll allerdings für den Regen helfen, also dass der besser abperlt. Also der hat irgendwie so eine Hydroschicht drauf. Und zweitens hat sie die Scheibe verstärkt. Also wir haben Videos gesehen und die haben Stahlkugeln fallen lassen auf eine nicht versiegelte und versiegelte. Und die nicht versiegelte bricht gleich und die versiegelte passiert gar nichts. Also wir sind gespannt und wir hoffen, wir wirken dem schwachen Defender und Frontscheiben ein bisschen entgegen. Auf jeden Fall Dreck und Wasser hält. Und das Gute ist, das Ding soll 10 Jahre halten. Haben wir noch, ich glaube, 8 Jahre Garantie drauf oder so. Und ja, wir sind gespannt, wie es sich dann verhält im Dreck, Matsch, Schlamm, Regen und mit Steinschlägen. Mit Steinschlägen vor allem, ja. Ja. Die kleine Spinne fühlt sich auch schon wohl. Die sieht ja hässlich aus. Du bist eine hässliche Spinne. Achtung, sonst springt sie dich an. Ja, ich gehe mal lieber einen Schritt zurück.